Okay, Freunde, willkommen zurück zu Mythic Quest. Ja, keine Ahnung, hier, es ist 3 Uhr in der Früh. Das Ding ist halt irgendwie so, ich bin halt total Tag-Nacht verkehrt gerade, weil ich im Urlaub bin und ich kann halt selbst, wenn ich wollen würde, nicht pennen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich keine Ahnung, ob ich es schaffe halt, ne? Was ist jetzt los? What? Ich wusste gar nicht, dass das geht hier. Na, ist halt egal. Ja, keine Ahnung hier. Mal schauen, ob ich es irgendwie schaffe, durchzumachen. Dass ich dann irgendwie, ja, halbwegs früh irgendwie wieder schlafen gehen kann. Wen interessiert. So. Wir sind bei der Hängebrücke. Und wir haben, glaube ich, neue Musik. So. Oh nein, eine Mami. Überraschung. Zurück, Stefan. Mit dem werde ich alleine fertig. Ja. Das ist so. Typisch Rollenspiel. Man weiß genau, dass das nicht gut geht. Los, Rubens. Gib ihm. Oh, verdammt. Rubens ist tot. Rubens ist tot. Abgestürzt. Ja, ein Glück. Das ist nur eine Mami ist, aber es ist allerdings eine neue Mami. Eine Hypno. Was ist das hier? Was haben wir jetzt gerade gemacht hier? Oh, Wasserflug. Scheiße hier. Nevermind, ist anfällig dagegen. Sehr gut, also. Monster besiegt. So. Automatische Cutscene. Wir laufen extrem schnell. Wir hüpfen. Wir weichen aus. Wir klettern die Ranke runter. Oh, Rooms. Keine Angst. Ich bin okay. Hier ohne mich weiter. Ja, toll. Und es ist Tristans Musik. Wo ist er? Hat er seinen Kumpel umgehauen? Ja, aber es geht ihm gut. Schön zu hören, ich werde dich ein wenig begleiten. Und Tristan ist ebenfalls Level 23. Hat immer noch seine Sterne. Hast du irgendwie was Neues? Aha, er hat ebenfalls den Saturnhelm. Er hat einen Onyx-Mantel. Und diese Kakteen. Wie komme ich wieder zurück? So. Ja, er hat, wie gesagt, immer noch den Ninja-Kern. Wie komme ich zurück? Okay. Kannst du irgendwie was Neues? Auch nicht. Holy shit, du bist genauso unnötig wie Rubens hier. Nur, dass du noch weniger Damage machst. Na, sehr gut. Ja, bei den ganzen Ranken gibt es, glaube ich, nicht viel. Irgendwo gibt es eine braune Kiste oder so. Ja. Gut, über die Brücke drüber. Sprung. Und wir haben es geschafft. Und back to World Map. Und wir werden die Hängebrücke niemals, jemals wiedersehen. So, wir sind im lebendigen Wald angekommen. Auf dem Weg nach Windia. Ja, hier gibt es irgendwie einen Pfeil. Eine Baumform halt irgendwie, ne? Sagt man das so? Keine Ahnung. Na gut, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen exploren. Das weiß ich noch. Ja, hier oben ist halt so ein Teleporter, man hat sie gesehen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was da oben, ob man von da oben runterspringen kann oder was genau mit dem irgendwie auf sich hat. Keine Ahnung. Ja, aber was soll's. So, wir werden. Na, da oben geht es eh nicht weiter. Huh? Okay, nur die Kackkiste, die interessiert mich nicht. Mich interessiert was anderes. Ich weiß aber leider nicht, wo es ist. Aber das macht nichts. So, wir haben hier erstmal eine Mami. Eine Mami. Mit Y. Ja gut, komm, wir dann mach mehr Wasserflug und du checkst die Mami. Widersteht der Attacke, widersteht der Attacke. Oh mein Gott, der ist komplett unnötig hier. Oh Mann, hey. Scheiß Tristan, hey, verpiss dich! Oh, wir haben hier einen neuen Licht hier Luftflug letztens bekommen. Den kann ich auch direkt zeigen. Hier macht ein cooles Geräusch. Sieht cool aus und macht übertriebenst guten Damage. Also irgendwie glaube ich, alles, was da gerade so in Zukunft kommt, ist irgendwie wach gegen Wind oder Luft oder whatever. Auch diese scheiß Laken hier. Die mögen auch alle keinen Luftflug, das weiß ich.
Sie mögen hoffentlich keine Ninja-Sterne. Jo, mögen sie nicht. Oh Mann, Junge, hey. Du machst ja noch weniger Damage als wir, hey. Naja. Yeah, 300 Schaden. Oh mein Gott, ja. Und die scheiß Windel hier verdoppelt sich schon wieder. Okay, was kriegen wir denn eigentlich XP? 1230, nicht übel, hin. Wobei ich nicht weiß, ob man da irgendwie jetzt für 4 Mummies, also für 4 Gegner halt XP bekommen haben, weil sich hier einer verdoppelt hat. So. Die braune Kiste interessiert mich einen Scheiß. Irgendwo. Irgendwo, ich weiß aber leider nicht wo. Aber irgendwo. Okay, da nicht. Aber irgendwo, ich weiß es, ja. Aha. Ja. Ja. So, unser Luftflug. Jetzt so beide, ne? Disco Music. Ah, scheiße. Disco Music. Okay. Es geht sich nicht aus, oder? Oh, hier geht sich aus. Super. Also, Tristan, komplett unnötig. So, wir fällen einen Haufen Bäume hier. Scheiß Bäume. So, drei von dem Kack. Dingern hier. Oh, schwerer Treffer, das ist gut. Das heißt, einer ist weg und die beiden sollten auch umfallen, wenn wir da mal irgendwie drankommen. Sehr gut hier. Die geben irgendwie ganz gut XP. Ja, komm her, komm her. Mach weg den Scheiß da. Oh, keine Magie mehr. Naja. So, und darf ich vorstellen, Axt Nummer 3. Die Titanen-Axt. Ja, die sieht schon mal richtig mächtig aus, ha? Was kann die gute Axt? 76 Stärke, 130 mittlerweile. Irgendwann waren es mal 115. Und 172. Ja, die Axt ist okay. So, jetzt stammen wir irgendwie, wo wir hingehören. Genau. Können wir mit der Axt one-shotten, ha? Ich glaube irgendwie trotzdem nicht, hä? Oh, kontert mit Stabblick, aber wir haben wieder gestanden. 634 Schaden. Ist nicht übel. Ist nicht übel. So, du attackst den, Tristan attackt den linken. Ja, da muss er natürlich quitten, aber er wird die trotzdem nicht one-shotten. Okay, kann man irgendwie nicht sterben, ha? Ich habe eh gesehen, dass wir nicht recht low sind, aber... Okay. Wir müssen einmal drankommen, wenigstens. Okay. Wunderbar. So, dann heilen wir halt. X. Magie. Gut, gut, gut. Und. Sackgasse hier. Wir müssen irgendwo die scheiß Schimmelrinde finden. Oh, ich glaube, da oben war sie. Schimmelrinde, oder? Labert er da, ha? Jo, fetter Baum mit einem traurigen Gesicht. Horrorwindel kontert mit was dumme Fragen. Scheiße, ey. Wer verwirrt uns, ey? Nein, mach ihn kaputt, ey. Okay. Sommerhof, du beschissene Schimmelrinde. Hey, du alte Schimmelrinde, lass uns durch. Fick dich. Bastard. Ich glaube, der Baum mag dich nicht. Ja, ich glaube auch, vielleicht sollte Karl hier mit ihm sprechen.
Versuchen wir es. Suchen wir es. Sie ist in Aquaria. Okay. Sonst glaube ich, war hier eigentlich eh nicht wirklich was. Ja, komm her. Oh Gott, ein schöner Steinort. Ja, keine Ahnung, wie man das halt irgendwie rausfinden soll mit der Axt. Okay, ja. Ja gut, wir sind am Ende angelangt hier. Also raus mit uns. Auch nach Aquaria. Da müssen wir halt wieder durch den Fokus Tower halt, ne? Aber hier. So, durch die lila Tür, durch die blaue Tür. Auf die scheiß Statue. So viel getippt. So, raus mit uns. Okay, scheiße, das war die. Okay, das war die falsche Tür. Wir hätten durch die gelbe Tür gehen müssen, aber wir können ja durch Feuerburg halt gehen. Nein, 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 nein. Da unten sieht man es, warte. Ich wusste gar nicht mehr, dass das irgendwie geht. Da ist das Schiff vom Captain Max. Ja, das, was da irgendwie so schwarz ist, ist halt irgendwie ein ausgetrockneter See. Ja, das immer. Da ist die Schimmelrinde. Schlachtfeld, Schlachtfeld, da ist Windier. Da ist irgendein Kack-Tempel, das ist der Sturmberg. Das ist irgendein Tower, keine Ahnung mehr. Das ist irgendwie, keine Ahnung mehr, ein unnötiger Tempel, genauso wie der, und ja. Viel mehr gibt's ja nicht mehr. Wir haben ja auch nur noch einen Crystal zum Holen, aber es gibt da ein bisschen was anderes, so. Wo war denn fucking Karl hier, ha? Bei ihr, glaube ich, ha? Jawohl, schau mal an, hier. Jo, Mädels, hey ho. Kali jetzt schläft. Suche inzwischen Großvater auf. Dann scheiße. Na gut. Dann müssen wir halt mal wieder runtergehen zum guten Spency. Was sehr gut ist. Keine Ahnung, erinnert ihr euch noch was? Tristan, ich glaube in der zweiten Folge, beim ersten fetten Boss, was er mitgenommen hat, hey, der Bastard. Meinen Dreckschatz hier. Ja, ja. Gott, ich liebe dieses Fast Forward hier. So, Spencer, du Bastard hier. Was geht ab da unten? Was macht der Tunnel? Dieser Tunnel übersteigt meine Kräfte. Ich brauche Hilfe von Otto aus Windia. Wen hast du da eigentlich mitgebracht? Tristan, Goldgräber. Goldgräber, dann interessiert dich sicher der legendäre Hösendösen-Schatz. Habe ich da etwas Schatz gehört? Lass uns sofort losgehen. Sorry, Stefan, ich werde mich Spencer anschließen. Das Gold ruft nach mir. What? Lass mich da einfach alleine, hey? So, jetzt kommt unser Enterhaken. Was? Wollt ihr mich etwas sitzen lassen? Ja. Hier! Nimm meine Greifenklaue an dich. Leb wohl. Greifenklaue erhalten. Und damit hat man die dritte Klaue, fehlt nur noch ein Schwert. Oh, Phobia. Ist mein Opa jetzt völlig übergeschnappt? Ich könnte vermuten, eine Bombe werfen. Tu's nicht. Bitte nicht. Nein. Vielleicht solltest du das besser nicht tun. Ja, scheiße gemacht, ne? Ja. Und der Tunnel stürzt ein. Oh, der Tunnel ist eingestürzt. Ich muss sofort Großvater unterrichten. Na gut. Ja, wir haben die Greifenklaue erhalten. Seine. Wir können das natürlich auch machen. Ja. Gut. Wir werden das dann natürlich im nächsten Dungeon brauchen. Funktioniert wie ein Enterhaken in Zelda. Das Ding ist halt, ja, die Klaue, 72 Schaden, 107 Schaden. Ihr seht halt die Stats, also diese, nicht Stats, diese
Sub-Eigenschaften oder whatever, halt diese Zeichen halt. Und ja, das Ding hier hat halt noch mehr. Das Ding hat Versteinern dazu bekommen und Einschläfern. Das Ding ist halt, Versteinern ist ein Instant-Kill. Also diese Waffe kann Instant killen. So, oh, Magie, Luftzauber. So. Ich hoffe, Karl hier kennt nicht mehr. Gott sei Dank, es geht dir wieder gut, Karl hier. Ja, sie. Prinzipiell von den ersten, seit den ersten 20 Minuten oder so bis jetzt hat sie irgendwie gepennt. Ja, ich habe mich erholt. Und sie hat halt, keine Ahnung, in der Zeit 25 Level bekommen. Weil Karl hier ist Level 31. Wer kennt's nicht, ne? Wofür grind ich, wenn ich einfach im Bett liegen könnte und Levels machen? Ja. Kali hat auch die Dreier-Axt. Kali hat, ja, Standard-Heal-Zauber halt, na, Lebenszauber. Und sie kann auch den Luftfluch ziemlich gut. Sie hat ebenfalls diesen Luto-Helm. Sie hat eine Ahorn-Rüstung. Und sie hat auch den Narrenringen. Und ja, sie hat ebenfalls die Titanen-Axt. Und ja, sie ist im Level 31. Schön für sie, ne? Schön für dich, Kalia. Schön für dich. So. Gut. Also, wir müssen wieder zur scheiß Schimmelrinde. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwie jetzt da gerade so runterporten können. Ich glaube aber nicht. Also, wir haben, glaube ich, irgendwie keinen von diesen Opal. Ich habe das irgendwie nie gemacht. So. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, genau, durch die dritte Tür. Und dann da unten. Da unten raus. Da sollte man, glaube ich, eh schon wieder unten sein. Jupp. So, Schimmelrinde. Ja, wir müssen halt wieder denselben Scheißweg gehen. Wie gerade. Ich meine nicht 1 zu 1, aber ja. So, wir können Kali auf Auto stellen. Sie ballert halt. Ja. Oh, sie attackt. Naja, okay, wir stellen Kali nicht auf Auto. Ja, hier kann man es machen, weil diese Mummies undead sind, ne? Sie attackt hier mit Kraftzauber. Der ist zwar mega effektiv. Geht die eigentlich, hä? Oh. Jo, geht. Also, ja, aber er macht halt irgendwie trotzdem kein Damage. Ja, irgendwie alles, was so untot ist, kann man irgendwie. Na, mit. Scheiße hier. Na gut, Kali hat auch 17 mal Luftfluch. Ja, wenn ich Magie hätte, dann wären wir schon fertig. So, kämpfen, kämpfen. Eigentlich sollte ich eh refillen, oder? Schwerer Treffer für 1353. Ja, keine Ahnung, über diesen Opal-Dienst da. Ich glaube, ich war da wirklich noch nie oben. Ich weiß auch gar nicht, wie es. Ob das Ding weh beschiss ist oder so. Oder wie komme ich da runter? Du kannst irgendwie, glaube ich, nicht runterspringen oder irgendwie so. Aber was soll's sehen. So, wir sind halb verreckt. Sehr gut. Komm. Voll machen, Zaubertrank nehmen und weiter geht's. So, Schimmelrinde, lass uns rein. Oh, Geist der heiligen Eiche, lass uns nach Windia durch. Nur wenn ihr die ekelhaften Kreaturen in mir beseitigt. Dein Wunsch sei uns Befehl. Ein Scheiß. Ja, der Scheiß Dungeon hier. Er ist riesengroß. Ohne Scheiß wieder. Und ja, diese Y-Dinger da sind halt für unseren Enterhaken, sag ich mal, ne? Die können wir uns eigentlich gleich mal anschauen. So, unsere Klaue. Ja. Attackiert mit Greifenklaue. Schwerer Treffer. Widersteht der Attacke, widersteht der Attacke, widersteht der Attacke. Aber. Wenn man keine Schadenszahlen gesehen haben, war es scheinbar so ein Versteiner-Scheiß-Dingens.
Weil jetzt haben wir schon gesehen, 544, ne? Also wenn wir irgendwie versteinern, ist es halt ein Instant-Kill. Ja. Okay. Aber ich werde hier einfach durchballern, so gut als was es geht hier. So schnell, was es geht, vor allem, weil es ist wirklich ein riesen fetter Dungeon. Also keine Ahnung, hier allein in dem Dungeon kann man wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, eine gute Stunde mit Monster Kills verbringen hier. Und ja, es gibt natürlich wie immer mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege. Hier ist jetzt eh direkt falsch gegangen. Der kann ja nicht so dumm, ey. Ich würde nämlich die ganze Zeit diese Mummies mit dem Healing-Zauber attacken hier und das macht halt absolut null Schaden. So. Okay. So. Baum hier. Baum frisst richtig guten Schaden hier. Einfach mal 1500 hier. Ja, wir machen natürlich weniger, wie immer. Ist eh klar. So, jetzt brauchen wir wieder unsere Klaue. So. Der da oben ist zum Zurückkommen. Wie auch immer. Ja, habt ihr gesehen, ne? Funktioniert wie ein Endhaken. Große Reichweite und so. Ein Glück hier. Hätte man das Ding nicht hier. Wären wir jetzt stuck und könnten die Welt nicht retten. Ja, ich glaube, es gibt irgendwie 5 oder 6 Floors. Also man muss jedes Mal irgendwie so eine Runde machen und dann halt zum Schluss da rein. Und ist dann halt in der nächsten Etage. Ja. Yeah. So. Ich weiß, was da drüben gibt. Ich weiß, dass es das Ding da drüben gibt. Du greifst an. So, komm her. Hier, wofür haben wir die scheiß Magie hier? Oh, scheiße. Okay. Na, vielleicht sollten wir euch verbrennen hier. Schau, wie traurig sie schauen in die scheiß Bäume. Bei der Toten, nein. Damn it. Burnbomb. Naja. Stand irgendwas von anfällig, aber irgendwie trotzdem wenig Schaden. So, wir sollten halt mehr eben heilen hier. Ja, scheiße, das vergiften. Die Türwasser, das ist irgendwie auch eine Barsche hier. So, bist du irgendwie gegen den Scheiß anfällig hier? Schwerer Treffer. 3051 Schaden. Holy shit, ich wusste. Naja. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie 3000 Schaden oder so gesehen. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern hier. Obwohl ich es wahrscheinlich schon gesehen haben werde. Also. Ja, was soll's denn? Okay. So, man denkt halt natürlich. Jo, komm her. Man denkt halt, ja, man geht einfach da durch und ist halt hinter der Kiste, aber nein, ist man nicht. Hier sind lauter Pilze hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie man zu der. Oh, das war eh eine Verarschung. Schön hier. Zwei braune Kisten hier. Ich glaube, man droppt irgendwie wieder runter. So, wo geht's denn weiter hier? Ich weiß, was da drin ist. Ich meine, ich kann es ja sagen. Mega fetter, unser dritter kosmischer Spell. Ich glaube, irgendwie so ein Meteor auch, oder irgendwie so in die Richtung heißt das Ding. So. Na, die Dinge brauchen wir irgendwie nicht. Oder? Ehrlich? Ich habe keine Ahnung, was. Schauen wir mal, was da abgeht hier. Ja, jetzt sind wir wieder im ersten. Was?
uns nichts bringt. Okay, na gut. Ah ja, da müssen wir. Da müssen wir weiter. Okay, na sehr gut. Wusste ich doch. Irgendwo gibt es einen Weg. Irgendwo gibt es immer einen Weg. Können wir den irgendwie schneller machen? Das macht unsere Nebelaura. Auch nicht genug hier. Verdammt nochmal. Ja, komm hier, wer ab? Gott. Ja, die Kämpfe dauern halt. Schauen wir mal, was da abgeht. Ihr könnt euch vorstellen, das ist. Ah, warte, Scheiß Kali hier. Wir sind schon wieder hier. Okay, ich stelle ich mal um. Eben fix um auf Auto. Dass du dich da heilst hier. Ja, kämpfe wieder. Oh Gott. Nein, nein, nein. So, du bist eh dagegen. Na, sehr gut hier. So, wieder die Klaue. Dann hoch. Dann könnten wir eigentlich darüber, sonst gibt es eh nichts. Ja, lass rüber. So, Kalia halt uns jetzt instanced, weiß ich. Oh Gott. Wie lange es dauert hier? Ja? Dieses hier. So, da brauchen wir wieder unser Schwertchen. Ja, ich bin so froh irgendwie, dass ich das so. Ich glaube, wenn ich den Dings nicht hätte, den Speed-Knopf, würde ich es irgendwie nicht machen. Ja. Also, das ist schon ziemlich anstrengend hier. Ja. Die ganzen Fights. So, die könnte interessant werden für uns. Na, weil die Kiste war ja auch so irgendwie ein Stockwerk tiefer und rechts auf der Seite. Okay. Vielleicht aber auch nicht scheiße hier. Eiskalt verarscht, hä? Okay, ist natürlich schlecht. So, aber vielleicht probieren wir die Ranke, oder? Komm hin. Ehrlich, hey, fuck you, hey. Sind irgendwie alle groß. Ah. Wie kommen wir denn eigentlich zu dir? Okay, never mind. Ja, scheiß auf den Frosch, da habe ich keinen Bock. Ja, ah, er ist zu kurz, hey. That's what she said. Na, Spaß. So. Also gut, die Scheißranken sind, glaube ich, wirklich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie an so einer Scheißranke runtergechurtelt bin. Aber ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. So, mach's weg. So, der hoch, dann. Scheiße hier. Auch nicht. Hm. Ja, verdammt nochmal hier. Na gut, es geht ja Gott sei Dank eh schnell. So, ich glaube, ich ein Level abbekommen. So. Jetzt sind wir da drüben und weiter. Oder außen rum, ha? Okay, mit dem Haufen Würmer. Stirb Scheißwurm hier. Gott, das ist wirklich so angenehm hier. Keine Ahnung, ich hoffe irgendwie stört keiner, aber es. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, also wenn man das irgendwie schaut, irgendwie mehr so storymäßig interessanter oder irgendwie halt, ne? Anstatt halt, ja. Dieselben Kämpfer immer und immer wieder zu sehen. So. Ja.
Im Zweifelsfall da, wo die meisten Gegner sind, ha? Oder was sagst du, Pilz, ha? Ja, ich glaube, das dann der Ende ist, ha? Doch nicht, hey, Schaman hier. Schaman hier, neuer Pudding. Neuer Pudding. So, ja. Ich kann es mir eh denken, dass wir da gehen müssen. Dum, dum, jawohl. Okay, jetzt sind wir da rausgekommen. Scheiße, das ist doch auch wieder eine Verarschung. Das scheiß Ding ist da, oder? Ich kletter da jetzt nicht runter, ich habe ja keinen Bock drauf. Aber ich will halt auf jeden Fall die. Wir brauchen auf jeden Fall hier eine Kiste hier. Auf jeden Fall. Toll. War das jetzt hier komplett für den Arsch? Kann sein, ja? Okay. Das ist echt ein Drecks-Dungeon hier. Ja, toll. Ich komme auch hier nicht mal mehr zurück. Das heißt, ich muss bei dieser Kackranke runterfallen. Ja. Ah ja, okay. Na schön. Mal rauf, wo kommen wir da raus? Ich kann noch mehr Würmern. Ekelhaft. Ekelhaft. So. Okay, da waren wir auch noch nicht. Mach's kaputt, ja. So, darauf, da können wir uns droppen lassen und fangen lassen. Und Zeppel spielen machen wir da auch. Aha, okay, da oben geht's weiter. So, Schwertchen einmal reinpieksen. So, wir haben neue Skelette. Skelette in Gelb. Ja, sie attackt schon wieder hier mit ihren Healing-Spellen, nur weil das scheiß Vieh untot ist halt, ne? Aber es macht einfach trotzdem keinen Schaden. Ja, was soll man sagen? So, machen wir hier mal auf. Okay, pack mal ein paar Pilze um. Da wo ich gerade gehe, ist sicher eine Sackgasse nachher. Oder vielleicht auch nicht, hä? Oder doch, ha? Oder komme ich da? Ja, zack, so schön. Okay, aber die... Scheiße, das ist eine komplette Sackgasse hier. Ach Gott, hä? Okay. Hat, na, Kali hat noch Magie. Geht in eine komplette Sackgasse hier? Schon, ja, oder? Na, komm ich da nach links? Na, komme ich auch nicht. Ich schwöre, das ist der beschissenste Dungeon ever hier. Es gibt halt eben auch keine Karte oder irgendwas, ne? Das ist. Ja, gibt's nicht, aber macht ja nichts. Wir sind ja irgendwie nicht stuck oder so. So, jetzt sind wir da eine Reihe weiter. Scheiß Pilz. Scheiß Pilz. Scheiß Pilz. Unendlich viele Pilze hier. Verdammt. Hier. So, wo gehen wir weiter? Ja? Ich mache mir halt voll die Sorge, dass ich die scheiß Kiste halt nicht irgendwie am Weg zum Boss oder irgendwas halt finde halt, ne? Und irgendwie dann irgendwie behindert herumsuchen muss. Da habe ich halt überhaupt keine Lust drauf. Scheiße, wir sterben so oft hier. Irgendwelche von den Viechern haben auch irgendwie so Instant Death und so. Auch mega nervig.
Aber was soll's. Besser als hier. Also wir wirklich jeden Fight einzeln machen müssen, selber spielen hier. Da will ich irgendwie nie fertig werden. Das wird sich dann, glaube ich, auch irgendwie keiner mehr anschauen, irgendwie so. Also leicht, das ist halt wirklich, kann man nichts sagen. Hier ist halt langweilig zum Zuschauen, ne? So, stirb du scheiß Blob hier. Scheiße, wie komme ich wirklich hier? Ich weiß leider nicht mehr, wie es. Was haben wir da? Ist sicher unnötig, ja? Die Kackkisten, ja, war eh klar. War eh klar, nee, nee. Ah, ja. Gott, Kali, du bist so dumm hier mit deinen. Das ist echt was halt die voll verkackt, ne? Weil sie halt eben wirklich mit Healing Spells angreift, die zwar effektiv sind, aber halt keinen Schaden machen. So, das ist der Endboss. Tja. Also eine gute Frage, hey. Da verkackt es wieder nur, ne? Jo. Was habe ich mit der Richtung da hier? Ja? Auch zum Heilen hier. So, waren wir da schon? War da schon drinnen hier? Na, waren wir glaube ich nicht hier, aber ich glaube, da ist eh nichts, ne? Na gut. Fuck, ich weiß leider nicht mehr, wie das. Ich glaube irgendwie, dass man die. Also den Spelling erst nach dem Boss kriegt. Ich glaube. Wir werden es halt jetzt einfach machen. Ja, scheiß auf das Ding da. Ups. So, wir heilen erstmal einmal voll. Ja, wir geben Kali einen scheiß Zaubertrank, sicherheitshalber. Scheiß auf dich, na, Spaß, lass den Boss leben. Ah, es geht leider nicht hin. So, das ist so eine komische Chimera oder whatever. El Diablo. Okay, El Diablo. Ja, willkommen. Oh, scheiße, ich habe Kali jetzt umgestellt hier. 500 Schaden. Naja, vielleicht können wir wenigstens einen davon schon killen. Okay. Wir machen mal weiter Nebelaura und sie macht die Wind. Zumindest der Boss ist, glaube ich, anfällig gegen Wind. Das Skelett sollte man aber auch killen. El Diablo ist anfällig. Und auch der Knochenkollege ist anfällig. Ja, prinzipiell spam halt jetzt ihn. Oh, damn. Verdammt. So, mach mal hier. Warum bin ich so Heiltrank hier? Kannst du einfach. Naja, Magie usen, aber hier. Gut, wir können aber auch hier Luftblock machen. Oh, warum attackst du mit deiner scheiß Axt hier? Macht auch 1600 Schaden. So, wollen wir hoffen, dass. Ja, die gute so gut ist und sich selbst heilt irgendwie. Sehr gut, uns beide sogar. Und das meine ich damit, ne? Die AI bescheißt halt. Sie hat uns normalerweise nie geheilt halt, ne? Weil sie den Befehl ja schon gegeben hat. Aber sie wusste halt im Nachhinein, was dann irgendwie passiert ist, ne? Overpowered. Okay, das macht nicht viel Damage. Wir spammen einfach weiter unsere Magie, weil. Tja. Ihr seht eh.
Kali macht mehr Damage als wir und sie macht 700 mit ihrer scheiß Axt, anstatt dass sie auch mal irgendwie Luftflug machen. Ja. Na gut, Mädel, heil dich mal. Komm her. Stell ich dich um hier. Nevermind. Monster besiegt. So, Schimmelrinde. Vielen Dank, ihr habt mich vom Monsterbefall gerettet. Naja. Zum Dank trage ich euch auf meinen Ästen nach Windia. Und das im Hintergrund steht irgendwie so Go On Kid oder irgendwie so in die Richtung. Go On Kid. Irgendwie ein paar Rufzeichen oder irgendwie so. Ich hoffe, es hat es nicht verkackt hier. Scheiße, Mann. Was mache ich, wenn doch hier? Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie einfach den Baum herumsuchen kann. Okay, wir gehen aber auf jeden Fall wieder rein. Das ist schon mal gut hier. Das ist schon gut. Allerdings weiß ich nämlich wirklich nicht hier. Schauen wir mal. Komm ich da irgendwo? Gab es da irgendwie? Na, da gab es nichts runter. Okay, dann gehen wir da rein. Sind wir auf der dritten? Das ist wurscht, ne? Sind beide scheiße gewesen. Ich muss da oben, will ich rein. Na gut, pass auf. Wir gehen da mal. Schauen wir, dass wir dort mal reingehen in das Ding. Vielleicht war es eh dort. Vielleicht gab es irgendwie noch einen Weg. So, wo ist unsere Axt? Aber ich glaube, da war es mal eh durch gewesen, oder? Wäre natürlich uncool, wenn ich das Ding nicht. Ich meine, ich finde schon, aber die Frage ist halt, wie lange? Wie lange braucht man, oder? Ha! Antwort nicht lange. Oh, scheiße. Felsenaura. Ja, wunderbar. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das heißt, falls jemand in mein Menü kommt, kann ich Magie usen und den Fluchtzauber und raus mit uns. So, was haben wir da? Den Cardio-Tempel. Da gibt es, glaube ich, Genix. Oh ja, aus dem Bastardo da wieder mal. Was ist los mit dir, Kollege? Captain Max wird dir von der Prophezeiung erzählen. Oh. Jetzt spricht in Rätseln. So, hier so ein Opal-Dingens haben wir, glaube ich, nicht. Jupp. Hier gibt es irgendwie einen Durchgang. Ich kann nach links. Ich kann hinauf. Jawohl, hey. Drei Krafttränke. Dankeschön. Ja, hier gibt es irgendwie auch ein Ding, aber. I don't know. Gut, gehen wir wieder. So, Schlachtfeld. Ja, warum nicht, hä? Dididim, dim, plops, 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 plops. Ja, viel kann es eh nicht mehr geben für uns, also. Ah, scheiße, ey. Attack doch normal hier. Ach Gott, du. Das ist so dumm in die Reihe hier. Komm, ich stelle dich auf. Die machen wir auch hier. So, ich kann jetzt mal die Felsenaura zeigen. Richtig nice hier. Piu, piu, piu. Aber die one-shottet, glaube ich, auch nicht alle. Jo. Ja, selber kann hier hin.
Komm, so, wie stelle ich um auf Manual? Dann heilen wir dich einmal hier. So, das ist irgendwie kacke, dass immer die letzten Befehle halt überbleiben, so, ne? So, einmal attacken. Ja, attack einfach auch, okay. Packt man schon irgendwie. Okay, schaut schon mal irgendwie besser aus als davor. So, jetzt. Werden wir wahrscheinlich gleich. Schwerer Treffer, okay. Dankeschön. Okay, wir sind direkt ein zweites Mal gestorben. Ich sollte halt einfach mal heilen. Auf uns beide bitte. Schön. Da komm her, lass mich wieder was machen. Nein. Attack. Attack. Los geht's. Okay, noch drei Kämpfe. Ja, wir müssen schon wieder heilen hier. Wir halten ja gar nichts aus hier. Ist aber normal, also ist wirklich so. Also ja, alle paar Fights muss ich halt irgendwie heilen. So, letzter ist das. Sayonara, scheiß Block. Okay, was kriegen wir dafür hier? Haben wir uns ausgelöscht. 2800 Erfahrung. Ja, ist nicht so viel hier. Ist wirklich wenig dafür, was wir eigentlich brauchen. Also ist irgendwie wirklich für sich nicht mal irgendwie ein Viertel wahrscheinlich von einem Level-Up oder so. So, hier mal irgendwelche so, keine Ahnung wie sie heißen, Viecher halt, ne? Gott, wir sind schon wieder am Sterben hier. Nein, wir haben überhaupt keine Magie mehr, ready. Na gut, scheiß drauf. Lebenszauber. So, können wir das Kali auf Manual umstellen. Nicht auf Manual, auf Auto. Dann kann sie uns die gute halt heilen. Na, sieht schon besser aus hier. So, drei noch. Zwei noch. Und der letzte ist das. Wunderbar. Ging ja recht gut, ha? So, 1500 XP, alle ausgelöscht und nochmal 2700. Ja. Und ich glaube, das war sogar das letzte Schlachtfeld von allen. Ja, und es hat nicht mehr irgendwie was gegeben, aber willkommen in Windia. Und warum heißt Windia Windia? Weil hier eben der Wind so bläst. Wo ist Norma? Hast du sie irgendwo gesehen? Nein, wer ist Norma? Keine Ahnung. So, wer bist du? Faunenherz zu verkaufen. Nur 300 Goldmünzen. Machen wir den Deal. Ja, damit. Das zeigt mir nicht mal irgendwie, wie viel Geld ich habe, aber hey. Nein, das war jetzt direkt das Falsche. Was ist das Faunenherz? Das Ding da. Von 3 auf 6 Abwehr. Und wir sind jetzt immun gegen, ich glaube, Verwirren, Blind und Sleep. Das ist natürlich sehr gut, ne? Gut. So, hier ist das Inn. Du verkaufst Krafttränke. Holy shit, wir haben 10.000. Na, wir haben 106. Top. Gott. Reich. 85 Goldmünzen. Jupp. Warum nicht hier? Heiltrank Ambrosia. So, wir müssen hier, ja. Ich glaube, irgendwie mit Otto mal labern. Schauen wir mal, wo Otto überhaupt ist hier. Was gibt's hier? Du bist Otto. Bist du Otto? Jetzt nicht. Okay, so später, Otto. Meine Tochter Norma ist in Vulturs Turm gefangen. Sie ging über die Regenbogenstraße, die der Wind dann zerstörte. Der Kristall muss auf diesem Berg sein. Du wirst uns helfen. Ich weiß es.
So, der Kollege hier hat auch so einen Teleporter. Nein, hat er nicht, okay. Aber weiter oben gibt es einen, in einem anderen Haus. Ja, nice, ja. Super, hier. Wer braucht so ein scheiß Ding da oben hier? So, schauen wir mal, was hier noch abgeht. Hallo Oma. Wenn nur der Wind aufhören würde. Opa. Der Mobius-Opal ist in Spencers Tunnel. Mit ihm könnten wir den Pier von hier aus erreichen. Aha, Spencers Tunnel. Ja, die haben einen Teleporter. Das ist aber, glaube ich, für später mal recht wichtig hier. Muss ich mir merken. Also es ist nicht nur so, dass man halt, ja, es gibt halt noch ein paar andere Sachen zum Tun. Also nicht nur irgendwie Dungeons mit Kristallen. Das Böse lebt in einem Turm nördlich von hier. Okay. Also ja, es gibt den Turm und so gerade noch, ne? Service mit euch beiden. Ich habe mir in der Videothek vom Winde verweht ausgeliehen. What? Mein Leibgericht sind Windbeutel. Ja, hier gibt es auch einen Teleporter, aber nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen aus Windia wieder raus. Wir müssen nämlich zum Sturmberg. Na. Nach rechts. Was haben wir da für einen Tempel? Wind Tempel. Nein, klar, aber ich, ja, logisch. Und es hat Spencers Musik. Aber ich glaube, hier ist nicht viel. Hier geht es einmal einfach nur einmal im Kreis und so. Ja. Nice, oder? Einfach mal irgendwie. Keine Ahnung, ob sie da irgendwie vielleicht mal irgendwie was anderes damit vorhatten oder irgendwie so in die Richtung halt, ne? Da, so, auf geht's zum, wie gesagt, Turmberg. Oh, der hat richtig coole Musik, finde ich. So, hier gibt es, glaube ich, auch wieder mehrere Wege. Oder haust du uns irgendwie raus? Na, gell? Gott, wie weit geht's denn da hin? So, jemand diese komischen Lizards oder was das sind. Jo, interessiert mich nicht. Mach's weg. Dankeschön. Und Skelettis. Interessieren auch keinen. So, da gibt's was zum rüber. Fangen und springen. Und ja, das da oben ist der Boss, aber. Ja, wie ihr seht, man kommt von hier nicht zum Boss. Ja, natürlich schlecht, ne? Aber wir wollen eh noch gar nicht zum Boss. Hier gibt es noch ein bisschen was anderes für uns. So, da aber nicht. Hier gibt es nur Vampires. Vampires. So, hier runter. Irgendwo, ich glaube, so rechts oben gibt's, war das Ding, was ich haben will. Also die Richtung stimmt, aber. Oder? Okay, da geht's rüber. What the fuck, wie lange dauert denn der Fight hier? So, da können wir rüber. Und da haben wir, was ich meinte hier. Eine Kiste. Ich glaube irgendwie, dass da hängt so ein Helm drin oder Schild oder so. Der Mars-Helm. Schauen wir uns den Kollegen an. Ist der beste Helm. Ja, kann halt nicht viel mehr, außer dass er halt mehr Abwehr hat. Also, jetzt fehlt uns noch eine Rüstung und ein Schild.
und ein Schwert. So, die Frage ist jetzt aber, wie komme ich zum Boss hier? Ich soll das mal wieder auf scheiß Axt wechseln. Und darüber jumpen. Okay. Und wieder auf unseren Enterhaken wechseln. So, da ist ein ziemlich cooler Boss hier. Ah, ja. Yeah. Ich glaube, so schnell war ich auch noch nie mit dem Sturmberg fertig, weil normalerweise geht man halt nicht runter. Das weiß man halt irgendwie so im Normalfall nicht, dass da unten halt irgendwie auch einen Weg gibt und du gehst halt irgendwie, keine Ahnung, halt, ja, erst mal irgendwie so 20 Minuten halt in die falsche Richtung so ungefähr halt. Aber hey. Ja, leider gibt es irgendwie in der deutschen Version nie irgendwie Text. Für Dallahan. Bin ich schade, aber hey. So, Magie. Felsenauer. Oh Scheiße, ich hätte Kali umstellen sollen, aber hier. Na, lass mal einfach Kali sein hier. Lass sie machen, was sie will hier. Felsenmauer. Ja, das sieht cool aus, aber. Ich glaube wirklich, die Nebelaure ist besser. Der letzte Spell ist halt mega overpowered. Gott sei Dank und so. Aber oh mein Gott. Okay, 1400 ist auch nicht so viel. Was hältst du von Wind? Kali heilt uns eh. Auf die AI kann man sich verlassen. Magst du Wind? Naja. Todestanz. Ja, das ist ein Instant One-Shot halt. Wenn er trifft. Trifft Gott sei Dank nicht immer, aber ja, ist halt ein Instant Kill. So, im Schlaf sind wir irgendwie immun, dachte ich. Aber nicht. Ja, wir ballen halt ein bisschen mit der Axt zu hier. Obwohl es total Verschwendung halt ist, ne? Weil Magie einfach doppelt so viel Schaden macht hier. Oh, Scheiße. Er hat Kali gerade für 1000 noch was gekrittet. Das heißt, wir packen unseren Lebenszauber aus, unserem Pferdchen. Dem geht's auch schon schlecht. Theoretisch hat er jetzt wieder irgendwie uns critten können oder Todestanz irgendwie so machen können, ne? Wenn er getroffen hätte, wäre man halt instant, ja, tot gewesen. Au. So, Kali heilt uns eh gleich wieder. Seine dritte Form ist mega nice. Ich finde das auch so cool aus. Das rote Cape und so und sein Schwert oder was er da eben in der Hand hat. Sein Helm in der Hand. Yeah. Das sieht schon fett aus, oder? Hallo für 1992, 93 hier. So, ich glaube, wir haben keine Magie mehr. Nur das einfach. Lass ihn bomben hier. Oh, Scheiße hier. Kali hätten sie jetzt nämlich geheilt. Okay, kannst du umfallen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh, nice. Gibt dann nur XP. Ja. Und keiner sagt uns, was irgendwie passiert ist, aber ich sag's euch dafür. Der Wind hat auch gehört zum Winden. Das heißt, wir können jetzt zurück nach, ja, Windia gehen, das eigentlich jetzt einen neuen Namen bräuchte. Zu Otto gehen und der kann uns eine Regenbogenbrücke basteln. Ja, man sieht es, der Wind ist aus. Wo warst du? Nee, da nicht, oder? Oh ja, doch. Otto, mein Freund. Der Sturm hat aufgehört. Jetzt kann ich eine neue Regenbogenstraße bauen. Ja, zweimal blitzen und fertig. Es ist vollbracht. Gut, wir machen uns sofort auf den Weg. Wartet. In einigen Etagen des Turms sind Schalter. Bewegt sie mit der Axt, damit der Aufzug mit Vulturo nicht vorbeifährt. Was? Na gut, ich werde es dann irgendwie erklären. Aufzug hier, Vulturo vorbeifährt. Ja, schaut mal, richtig cool, oder? Eine richtige Regenbogenstraße. Und das ist Vulturos Turm. Das ist prinzipiell so unser letzter Dungeon halt, ne? Und du bist Norma. Du musst Norma sein.
Endlich holt mich jemand hier raus. Vielen Dank. Lauf schnell zu deinem Vater, der macht sich schon Sorgen. Ja. So. Das ist auch ein riesengroßer, fetter, fucking nerviger Dungeon hier. Ohne Scheiß. So, einmal heilen kann ich ja. Und da steht einer. Level up. Was brauchen wir denn jetzt? Sehr viel XP. 34, sagen wir 35.000 hier. Pro Fight 1000 XP, kann man sagen. Ich habe schon auf euch gewartet, Sterbliche. Und weg ist er. Ja, das Ding da hier irgendwie ist ein Aufzug angeblich. Und wir müssen halt diverse Schalter drücken, damit man halt irgendwie den Aufzug blocken oder irgendwie so in die Richtung halt, dass er irgendwann halt nicht mehr weg kann. Ja, dass wir ihn halt endlich fighten können. Aber das Ganze wird noch ewig lang dauern, ne? Sag eigentlich meine Zeit, ich meine Scheiß auf meine Zeit. Stunde grad, ja, who cares hier. Baller mal durch hier, 4 Uhr in der Früh. Speedknopf for the win, hier. Ich glaube, ohne Speedknopf wäre ich gerade erstmal irgendwie so im... Ja, so irgendwie Eistempel oder irgendwie so in die Richtung halt, ne? Hey, Speedknopf, sehr dank. So, hier haben wir so ein Haken-Dingens, aber bringt irgendwie nicht viel. Ja, hier haben wir einen Haufen Gegner hier. Ja, scheiße. Oh, dass die versteinern können, ist so nervig hier. Okay, den kennen wir auch gerade aus dem Baum. Oh Gott, die Augen sind auch mega asozial. Okay, das lohnt sich eh nicht. Die Augen haben eben auch wie die anderen Augen einen Spell namens Hinrichtung. Ja, er tut genau das, was er soll. Sie killen sich halt selbst, machen halt aber bei uns auch extremen Schaden. Ja. Jesus, wir sind echt nur am Verrecken, hä? Ja, es gibt hier, glaube ich, in dem Turm, ich glaube, 7 Stockwerke oder so. Und ich glaube, irgendwie so auf jeden, am 3., am 5. oder am 7. gibt es, glaube ich, irgendwie so einen Schalter. Irgendwie so, glaube ich. Ja, und irgendwie müssen wir die alle betätigen halt, ne? Weil sonst verschwindet er irgendwie so, war das hier super. Super anstrengend, super nervig hier. Genauso wie diese scheiß Vogelfiecher mit ihren Unterhosen hier. Oder Windeln. Shit, wir sind gerade im 5. eigentlich, hä? Oh. Okay, keine Ahnung, hä? So, der Masuritter, Sir Dalahans. Wie heißen die da? Teufelsreiter. Naja. Ja, neues Magier. Wie gesagt, ich meine, ich habe es ja am Anfang gesagt, halt ja, dass halt dieselben Sprites immer und immer wieder, halt, sag ich mal, recycelt werden. Oh Gott, wo bin ich denn da hier gerade? Sackgasse, oder? Nee. Oh, ich hasse den scheiß Turm hier. Na gut. Gehen wir mal da rein hier. Ja, die Viecher hasse ich auch, hier diese Sphinx-Typen hier. Natürlich immer 3 davon und hier 3 hintenher. Und schön, wir sind mal wieder gestorben, weil die uns versteinern können und ja. Na schön, und nochmal 3 und wieder versteinert. Ja, das heißt, wir fangen gleich nochmal an von neu an. Ehrlich hier. Was macht die scheiß Kalia hier? Bin ich so underleveled? Ja, eigentlich nicht hier. Aber wir halten halt wirklich gar nichts aus hier. Ja.
Oh Scheiße, wieso hast du nichts hier? Okay, vielleicht hat Kali auch gar nichts mehr hin. Kann natürlich sein. Jo, Kali kann nicht mehr heilen. Nicht Fluchtzauber hier. Also gehen wir Kali hier in Zaubertrank. So, da geht's eh nicht weiter. Ja, wir sind irgendwie schon. Ja, wir sind eigentlich schon ganz oben hier. Das ist irgendwie lustig. Tja, schau mal, was da ist. Hm? So, Teufels Reiter hier. Ja, komm, mach auf Auto hier. Oh mein Gott, ich könnte euch vorstellen, wirklich, wie scheiß lang die Fights dauern würden hier. Trotzdem verreckt man hier. Alter Schwede hier, was geht denn ab? So, wir haben ein Level up bekommen. Okay, geht's hier irgendwie? Na, keine Ahnung mehr, was da weitergeht irgendwie. Ob da irgendwas Wichtiges für uns ist. Okay, es geht hier ein Stockwerk herum. Aha. Ja. Oh. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Na gut, das ist entweder unser letztes Schwert oder es ist unser letzter Spell hier. Viel bleibt nicht mehr über. Falls wir es jemals schaffen, irgendwie durchzukommen. Ich glaube, es ist die Flammenaura. Okay. Wir gehen dabei wieder zurück und bomben erstmal das Ding da auf. Schauen, was da abgeht. Da sind dann da hinten irgendwie dann auch noch. Okay, da haben wir auf jeden Fall mal so einen Schalter. Das ist schon mal gut hier. So. Darf ich euch die... Na, darf ich nicht. Hey. Verdammt nochmal, hey. Na, gerade wollte ich sagen, ob ich euch die Flammen auch vorstellen darf, aber die Antwort ist eben nein, weil wir keine Magie haben. 7 kosmische haben wir schon. Also, darf ich euch die Flammen auch vorstellen? Die macht... Ja, die macht zwar guten Schaden, aber ist jetzt auch nicht so mega übertrieben, aber... Die macht irgendwie so um die 2k irgendwie auf einzelne. So, Schalterchen. Ja, jetzt ist da glaube ich irgendwie zu oder so halt, ne? Irgendwie... Ja, was weiß ich hier. Na gut, die Frage ist, wo gehen wir jetzt weiter hier? Okay, da geht's auch runter. Es gab im 7. Stock irgendwie hinten auch noch ein Dings, ne? Okay, jetzt sind wir im 5. Ich schwöre, wir haben voll die Arschkarte, wenn man nicht alle Dinger zumachen, ne? Da, Sprung. Okay, hier geht's eh nicht weiter, oder? Oder komme ich... Oh ja. Oh ja, geht doch weiter. Aber war, glaube ich, relativ useless, ne? Es sei denn natürlich, wir können darauf gehen, was wir auch können. Oh, scheiße, hier diese... Ah, und schaut mal, was da rechts in der Ecke ist. Das will ich natürlich haben. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwie schaffen. Also immer noch so schade, wirklich. Wir können wirklich, glaube ich, bis zum Ende oder irgendwie, wir können keinen
keinen Gegner one-shotten, nämlich so einen normalen Attack hier. Egal was wir für eine Waffe haben, egal was wir für ein Level haben, ist echt bitter. Oh ja, so. Na, das ist gestorben, ne? Ich glaube, irgendwie Kali hat schon wieder keine Magie mehr. Und was haben wir da? Das Motherfucking Juwelenschwert hier. Tja. Das heißt, 210. Extremer Unterschied, ja? Von 130 auf 210, ja? Ja. Absolut okay. Aber ich glaube nicht mal, das irgendwie ändert was dran, aber wir werden es gleich sehen, ja? So, mal auf. Pick der Juwelenschwert. Also. Na, scheiße. One-Shot. Tja. Nicht mehr mit dem besten Schwert in-game oder mit der besten Waffe überhaupt in-game. Schafft man es irgendwie so einen fucking normalen Trash-Mob zum One-Shotten? Was soll ich sagen, ja? Oh mein Gott, ja. Schaffen wir das noch, ja? Ich könnte mir vorstellen, der Fight hat sicher gerade irgendwie so 5 Minuten gedauert, ja? Ah, okay, jetzt hat man es gesehen, ja, was passiert. Und scheinbar dürfte es irgendwie auf den... Nicht auf den ungeraden Floors sind, sondern auf den geraden Floors halt. So, da steht er. Da steht er. So. Jawohl, da können wir auch runter. So, jetzt bomben wir da auf. Okay. Ein bisschen schlechtes Gefühl habe ich gerade. Ich weiß nicht, ob wir alle Schalter irgendwie haben. Wir alle Schalter? Ich habe keine Ahnung. Gell? Aber sicherheitshalber werden wir einfach mal uns vollheilen und hier einen Zaubertrank reinballern. Absolut cooler Boss. Na, scheiße, fang mich doch. Shit, hä? Ich habe leider den Schalter da rechts erst zu spät gesehen. Das ist natürlich schlecht. Okay, er kann aber irgendwie eh nur runter, glaube ich. Also. Alles in allem irgendwie nicht allzu wild, hä? Ich würde gerne wissen, wie schnell der Speed da ist, wenn ich drauf drücke, wie viel Unterschied das macht, hä? Was wird das sein, hä? Wirklich, hä? 50 mal schneller oder keine Ahnung, hä? 20 mal? Ja, scheiße, Todestanz hat getroffen. Geben die auch, hey. Ganz schön gut XP hier. 1800 XP, heftig. Aber es lohnt halt irgendwie trotzdem nicht. Es lohnt einfach nicht irgendwie zu grinden oder was. So. Zu mein Freund. So, da geht's aber wieder hoch. Geht's irgendwo? Okay, da geht's runter. Warum geht's da hoch? Okay, das ist wieder im dritten Stockwerk, aber. Ich glaube, ich gehe jetzt mal weiter runter. Okay, da sind wir wieder beim Eingang. Frage ist, andere Seite, steht er da jetzt? Scheiße, er steht da nicht. Oh. Na gut.
Das kann halt passieren. Ich glaube nämlich, es steht eh, wenn man alles irgendwie. Ich weiß halt jetzt nicht, wo da ist er. Okay, neues Spiel. Ich hoffe, er verarscht uns jetzt nicht wieder. Ha, tut er nicht. Macht euer Testament. Hier ist euer Vollstrecker. Und das ist hier Vulturo. Ja, selbe Spiel wie immer. Genauer. Allerdings muss man bei ihm aufpassen. 2000 Schaden. Er kann was Besonderes. Au. So, Kali heilt uns eh gleich. Na? Todeskranke. Oh, scheiße. Warum können die alle versteinern? Ey, das ist so nervig. Okay, wir müssen Kali auf jeden Fall heilen. Ja, nice. Ja. So schnell kann es gehen. Gut, auf ein neues. Du kannst halt nichts dagegen machen. Ist halt, ja, was willst du machen halt, ne? Es wäre halt anders, wenn wir versteinert worden wären und die AI halt noch lebt und dann würde uns die AI halt cleansen, aber. Ja, was soll's. Weitausend Schaden. Einfach mal so hier. Nice Crit hier. So, einmal heilen. Dankeschön. So, sobald irgendwie so seine zweite Phase irgendwie anfängt, normalerweise. Schwert. Da er benutzt Schizo-Schild. Ne? Das ist ja, ihr könnt euch sicher denken. Damit reflektiert er Magie. Also. Oh, komm hier. Besseres zu tun, Junge. Schizo-Schild ist zerstört. Ja. Auch wenn wir nicht viel gemacht haben. Jetzt können wir weiter zum Vergleich. Schauen wir mal, was die Nebelaura gerade an Damage macht. Unsere Flammenaura macht jetzt 2013. Ja. Ganz schöner Unterschied, ne? Mehr als 500 Damage. So. Er ist schon ein bisschen müde. Aber er hat wieder sein Schizo-Schild. Active. Das heißt, wir können nur mit unserem Schwertchen zuhauen. Ein Glück hat, dass er gerade Kali nicht gefinisht hat. Sie hätte natürlich uns beide heilen können, aber hey. Sie haut lieber daneben. Schizo-Schild ist zerstört. Oh, du armer Junge. Todesplanke. Okay, das ist das fucking Versteiner, glaube ich. Ne? So, wie wär's mit ein bisschen Wind? Ja, das können wir auch hier. Ist anfällig. Ja, 1500 Schaden. Ist halt immerhin das Doppelte von dem, was unser Schwertchen halt macht, ne? Ich könnte mir da natürlich ein Dings, einen Zauber dran kleinballern und dann. Ja, könnte ich weiter halt Flammen ausspammen, aber. Wenigstens ein bisschen die Bosse halt genießen, ne? Wenn wir schon die normalen Fights eh so skippen hier. Aber es wäre wirklich viel. Es sind ja so viele und es ist halt wirklich immer dasselbe halt, ne? Ich meine, Bosse sind auch immer dasselbe halt. Damage machen, Damage bekommen, Damage gegenheilen und ja, irgendwann fallen sie halt um. Oder wir fallen um. So, das ist jetzt so ein Moment hier.
Okay, unsere AI hoffentlich heilt. Oh, nice Crit. Na gut, brauchst nicht mehr heilen. Ganze 600 XP für den fucking Endboss hier. Bum, bum, bum. So, wir steigen in seinen Aufzug. Ja, wie auch immer das geht hier. Schalter wieder resettet oder keine Ahnung. Und wir kommen natürlich ganz oben raus. Und damit haben wir dann den letzten fucking Crystal. Ja, Spiel vorbei. Oder? Oder? Eigentlich nicht, nein, weil wir wissen ja, wir waren ja schon im letzten Dungeon auch. Ja, Doomcastle Dungeon. Einfach mal YouTube hier. Doomcastle Remix oder so. So, nicht vergessen, unsere Luftmünze. Ja, und dann können wir einfach rauspoppen. So, allerdings. Tja. Gehen wir mal zu Otto. Vielleicht kriegen wir irgendwas dafür, dass Norma wieder zu Hause ist. Oh, sie liegt schon im Bett. Heyho. Wir dürfen Captain Max nicht vergessen. Spencer meinte, du könntest ihm helfen. Oh, Rubens. Heyho. Was geht ab? Rubens, bist du okay? Ja, und noch dazu habe ich eine Treppe entdeckt, die zur Spitze des Fokusturms führt. Eine Treppe? Interesting. Ha, man bräuchte einen Vulkanstein, dann könnte man eine Regenbogenstraße zu Spencers Höhle bauen. Ich glaube, mein Vater weiß etwas darüber. Rubens und ich werden nach Feuerburg gehen. Viel Glück. Und sie haut sich auch ins Bett, oder was? So, Rubens schließt sich die an. Er ist natürlich auch gelevelt, keine Ahnung, wie die das immer machen. Ja, Rubens hat, glaube ich, nach wie vor dasselbe Zeug, aber er ist ein bisschen schlauer geworden. Er kann 7-mal Nebelaura. Gut, das Ding ist halt, ja, wir sollen jetzt nach Feuerburg. Zu Rubens Vater, der hat eben so einen Vulkanstein. Ich überlege da gerade hier. Wir müssen in irgendein scheiß Haus da mal. Ich weiß nicht, haben wir irgendein. Na, da geht's nicht runter, oder? Da geht's nicht runter, nein. Ich hab glaube ich nichts. Ich hab glaube ich keinen. Wir sind scheiß Teleporter, ne? Na, hab ich nicht hier. Ja, was soll's hier? Gehen wir einfach. Gehen wir einfach den normalen Weg halt. Wir haben ja unseren. Wir haben ja andere Möglichkeiten. So, durch die fucking Tür und durch die blaue. Sprung. So, da sind wir schon. Ging ganz fix, ha? Okay. Ich glaube, das war Rubens Haus, oder? Jawohl, so, Peterchen. Arion, weißt du etwas über einen Vulkanstein? Na klar, wobei, doch, hier. Vulkanstein erhalten. Ich hoffe, er hat ihn unter seinem Kopfbolzer und nicht irgendwie woanders hier. So, raus mit uns. Back to Otto, ja. Also Blödsinn, wir müssen da darüber. So, und wir da unten raus, ne? Genau. Ning, 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 ning. Wunderbar. Und wieder zurück zu Otto. Der Vulkanstein. Groovy. So, jetzt könnt ihr auf der Regenbogenstraße zu Spencers Tunnel laufen. Ja, nice, oder?
Genre, fettes Teil hier. Spencers Ort. Allerdings, wir müssen das Gebiet mit Jumbo-Bomben zerstören. Oh nein. Na gut, müssen wir doch, weil dann flutet er den ganzen Scheiß und ja. Und das Schiff von Captain Max ist wieder da. Geschafft. Das müssen wir Kalia erzählen. Wirklich? Oder sollen wir noch schauen, ob es hier irgendwas gibt, hä? Spencer's Ort. Na, verdammte Scheiße. Es geht von der Seite nicht. Warum auch immer, ja. Na gut, haben wir den? Nein, haben wir nicht. Sonst gibt es hier, glaube ich, eh nichts. Wir brauchen ja. Oder? Gibt hier doch was? Achso, das ist, glaube ich, die andere Seite. Okay. Gut, dann wieder zurück hier. Spiel verarscht einen hier. Sprung, Sprung. Darauf. Darüber potten. Da rein. Tschack. Und da ist jetzt offen. Und da ist so eine Kiste und dann haben wir irgendwie diesen. Was wird sein? Irgendwie so Libra Opal oder so? Mobius Opal, richtig. Ja, da war ja was. So, jetzt sind wir am Eingang. Aber wir wissen ja, dass einen Windy ja auch irgendwas gesagt hat davon, dass hier, ne, irgendwas mit dem Pier und so. Wo war denn der Bastard hier? Oh. Na, scheiße, das ist was hier, Feuerburg, ne? Jo, da sind wir bei dem Kollegen, der was sich eingesperrt hat. Na, gut zu wissen, ja. Auch wenn wir es eh nie wieder brauchen werden. Und wenn ich es irgendwann mal noch spiele, nochmal spielen, dann weiß ich sowieso nicht mehr. Dass da die Abkürzung von Windia nach Feuerburg ist. So. Hier? Oh ja, er war das, glaube ich. Müsste mal ein Pier sein. Jawohl, wir sind am Pier. Aber, ja, wir machen halt jetzt hier wieder ein kleines Päuschen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.